So, dann fängt man immer an. Oh. Der Jemen. Was machst du jetzt da? Die Löcher in der Wand. Was für Löcher? Es gibt so ein bisschen so hier. Ja, ach so. Die Masche zu. Ah, gut, gut, gut. Siehst du? Ich habe ja sogar fachdienliche Informationen hier. So, Lor. Ist dunkel, Wange. Ist doch gar kein Lichtschalter mehr. Ich muss mal kurz hier die Funzel anmachen. Ne? So sieht es jetzt da aus. Ciao, Mama. Wie gehst du jetzt, oder was? Warum? Ich wollte doch jetzt noch filmen. Da ist ein Klö. Immer noch. So wie er war, so. So. Ciao. So, ist, warte mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss, ich nicht mehr. Dich auch. Tschüss. So, sieht's da aus. So, dann gehen wir mal los rüber. Ja, was dann? Mit Mate drin. Mit Mate drin? Aha. Kann ich mal vielleicht schneller drehen? Ja. Ja, beruhig dich, beruhig dich. Frische Wutz. Ne kleine Schatz. Da. Jetzt muss er Pause machen, weil ich jetzt selber in der Kamera nochmal um mich schaue, ey. Zumindest. Guck mal, der sich noch Arbeit schafft. Das ist mein Heimwacker-King. So, dann gehen wir noch mal raus. Mach nur eine Spalte oben mit der Ringanger frei, dass du Strick drum hast. Warte mal. Er kann auch gar nicht witzig sein. Er kann auch gar nicht witzig sein. Oh, warte, ich muss da hin rumgehen. Dann hey, oh, hat mir hier mein Wäsch versperrt. Hier. Warte mal, ich muss doch mal das hin und her schieben. Ups. Ach du Scheiße, ey. So, warte, machen es gleich. Kannst du schon noch umschuhen an? So. Moment. Ui. So, das sind dramatische Szenen, die ich hier abspiele, aber was soll ich sagen, ne? So. Ne? Also da hat sich jetzt noch nichts geändert, außer dass ich statt einer oder anderen Teilchen dann, wieso lehne ich schwemmt auf dem Bohren, halt noch mitbringe, mitgebrungen haben, wenn ich. Ja. So ist es. Das ist der tolle Schreibtisch, ne? Ich bin mal gespannt, wie das da alles aussieht, wenn ich fertig bin. So, die Schränke habe ich mal schön verschandelt, wo ihr so schön gesagt habt, das hat so schöne Schränke. Da habe ich schon ein bisschen lachen, habe ich gedacht, wenn die sehe, wie die Schränke jetzt aussehen, dann denken die sich, ach du Scheiße. Die dort zwei Dinger, ne? Die haben ich vorm Haus gesehen, die haben scheinbar zum Sperrmüllduck gestanden. Ne? Und die haben so ausgesehen wie dort drin. So im Ganze. Ne? Und war auch aufgerissen. Ich weiß nicht, wie man Holzsache rausstellen kann für dort stehen, so lassen so im Regen und den, ne? Da habe ich schon einfach, da sieht man schön, da ohne, ne? Das changiert jetzt so, weil ich Sand in das Weiß, ich hatte das erst weiß gestrichen und habe dann dort drunter Sand gemischt und habe da dann so in gestrichen, damit man nicht sieht, wo der die. Ich muss mal dazu machen, die lenke mich ab. Dass man nicht sieht, wo die Wasche, wo das aufgeplatzt war und so. Ja,
Und dann habe ich halt mit Silber drüber gesprüht, ne? Und die da, also der Kleine war wirklich, der war wirklich nicht mehr so rette vom Innere her, ne? Da habe ich dann das halt einfach mit dem Spray, wo es mal im Action Gun hat. Ich hatte da noch gesucht und habe es nicht mehr gefunden, ne? Wo man halt so Milchglas draus machen kann. Ne? Da habe ich dann damit ingesprüht. Ich gucke mal, dass ich mein, über die Ränder halt, ne? Dort die, warte mal, wo sind wir dann? Da über die einzelne, dort die Ränder drüber, ne? Noch mit dem Stift drüber gehe, so dass das auch weiß ist oder silber ist. Ich muss mal gucken, ne? Aber wie gesagt, erst habe ich die halt mal ein bisschen restauriert. Und hey, das Große kann man immer je nach Jahreszeit dann halt dekorieren, ne? Jetzt dann demnächst Weihnachten, falls man dort dekorieren kann, weil ja, ihr seht ja selber, ne? Es ist noch viel zu tun. Ja, hey, der Schrank. Ja, hey, zeig schon da. Ich habe alles in rosa gesprüht. Ich habe gesprüht daheim, wie geistesgestörter. Ja. Wie ich halt so bin, ne? Gut. So, gehen wir mal nochmal rüber. Da wird kommt noch Folie drauf, ne? Weil da, ich schott einfach auch irgendwann, ne, von meinem ganzen Gesprüh, da kein Bock mehr. Lolle, noch die Dinger, also die Rückseite von der Folie, habe ich da einfach in den Regal gequetscht. Ja, aber ansonsten, ne, alles schon darüber geschleppt, alles in Sicherheit gebracht, ne, was kaputt gehen kann, wie die Streuster, ne, wenn die hier, ne, wenn die jemand falsch in die Finger kriegt, dann ist alles kaputt. Wieso ist denn der Ding da abgebrochen? Ist der rumgefallen oder was? Ich sag's ja, ich sag's ja. Genau. Das war jetzt das Update. Mal nochmal. Dann habe ich hier im Action die runde Teppiche gehäft. Weil ich die so putzig fand. Naja. So. So ist es halt, ne? So sieht's aus. Und ja. Bald haben wir es geschafft. Und ja. Da freue ich mich schon richtig drauf. So sieht's dann, hey, der Blick heraus aus, ne? Gut. Ich wünsche euch jetzt noch das Übliche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.